Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Incredible Adventures of Van Helsing. Wir befinden uns jetzt hier in Orichalcumin oder Orichalcum oder wie auch immer. Orichalcum ist ein Vulkangestein, was entsteht, wenn Magma erhitzt, abgekühlt wird. Nett. Professor. Ich weiß. Auf jeden Fall, wir töten viele Dinge, die viele Beine haben. Und es wird irrtümlicherweise in Spielen oft als das Übermetall dargestellt, obwohl es eigentlich nur eine Art Glas ist. Uiuiui, da ist ja Freya. Bloß nur mit einem Kopf. Arachnoida Leviathan. Weißt du? Ein großes Schwert. Ah, ich hab ein großes Schwert. Du brauchst entweder ein großes Schwert oder eine große Kanone, eins von beiden. What the fuck, wie viel ist das? Viel. Zu viel. Bist du tot? Ja. Ich auch. Gewesen. Ich lebe wieder. Weißt du, wo ich herkomme, ist ein Leviathan ja eigentlich eine Art Unterwasserschlangen-Drachenviech. Also, aber üblich ist es ein Fisch. Ja, also unter Wasser. Ja, eine Unterwasserschlange und ein Fisch ist doch noch was anderes. Es läuft auf selbe hinaus. Beides hat Schuppen und lebt unter Wasser. Aber weißt deswegen du... Deswegen habe ich auch gesagt, wir brauchen ein großes Schwert, weil rein biblisch ist Leviathan von Gott mit einem riesigen Schwert einfach durchstoßen worden. Fertig. Aber weißt du, jetzt haben wir gelernt, so, Bibel ist absoluter Bullshit, stimmt nicht, was da drin steht. Van Helsing bringt uns bei, dass der Leviathan eine riesige Spinne ist. Warte, wir gehen mal zurück und locken mal die Kleinen weg. Weil das ist ein bisschen ungeil. Ja, die spawnt die. Und die sind halt nervig. Okay, auf geht's, mechanische Spinne. Erfülle deine Bestimmung. Oh, die machen Schaden. Ich brauche mehr Potions. Nachdem ich habe kein Mana. Ich drücke mein 1. Nach dem den Kampf 1 hier gehe ich erstmal Mana besorgen. Nämlich Mana Potions. Braucht niemand. Doch. Nein. Kümmer dich mal um die. Ich hab keinen Bock. Die sind eklig. Ihr habt was gemeinsam. Bist du lustig? Ja. Ich vergesse immer wieder, wie unlustig du doch bist, mein Freund. Was passiert? Hier. Yay, meine Spinne hat's getötet. Nee, ich hab's getötet. What the fuck, es werden immer mehr. Und dunkle Wundbarkeit. Tja, das kann halt nicht jeder, weißt du? Dinge töten, ja, ich bin halt gut. So. Weißt du, Dinge töten, das ist einfach. Dinge mit Stil töten. Das ist das, was God of War niemals schaffen wird. Warte mal. Kann ich das nehmen? Ja. Da kostet das weniger Mana, das ist gut. Also aus Interesse macht es mehr Schaden, wenn ich das hier skillen würde. Nee, gut. Gut, Geschicklichkeit hat auf meine Schwertskills einfach mal null Auswirkungen. Hierfür brauche ich dann Stufe 14. Gut. Bin fertig. Ich habe von einer Spinne eine Wolfstatze gedroppt. Und? Das passiert auch nicht alle Tage. Vielleicht hat sie einen Wolf gefressen. Genau. Dreh dir das durch ein. Gut, die sind groß genug. Weißt du, das ist sogar ein Argument. Warte, wir müssen mal noch in die andere Richtung, sehe ich. Da ist noch was offen. Du schaffst das, ich skill weiter in Dexterity. Wow, warum hat sich mein Dexterity-Wert verringert? Jetzt habe ich plötzlich nur noch 99. Weil das eben durch ein Item war. Ah, jetzt macht alles Sinn. Aber ich kann noch ein paar Stiefel identifizieren.
UV-Licht-Set. Jetzt muss ich mich erstmal entscheiden, welches Boni ich auswähle. Alle. Genau. Eine Menge Spinnen. Das missfällt mir. So ein bisschen, scheiße. Alter. Da der Skill von den Kikimora, wo die dann einfach so den Felsen auf dich fallen lassen, macht ziemlich viel Schaden. Ja, weißt du, der hat mich auch relativ oft getötet. Nee, davon bin ich bisher noch nie getroffen worden. Tja, du musst dich auch die ganze Zeit bewegen als Nahkämpfer. Ich bin eher so stationär mit dem Flammenwerfer. Ah, du bist auf der anderen Seite, ich komm von hier. Was machst du auf der anderen Seite? Hab weggetrackt und jetzt bin ich gestorben. Was hast du davon, dass du backgetrackt hast? Du machst besser als Backpacker. Oh fuck, die können ja Fernkampf. Ja, die können. Und die können sterben. Wie jetzt zum Beispiel. Hier bei denen brauche ich halbwegs deine Hilfe, weil die haben Health. Ein bisschen. Keine Angst, alles machbar. Ich hab ja meinen Alpha-Man-Schild. Mach lieber mal Alpha-Schaden. Anstatt der Flammenwerfer ist sehr effektiv. Ich verstecke mich nicht. Du tust. Ich hab mich nie versteckt. Ich bleibe stehen und lass den Gegner einschlagen. Ein Knochenamulett. Bessere Handschuhe. Loot. Ich hab was für dich. Noch ein Imkerhut. Großartig, den habe ich auch gebraucht. So. Moment, ich habe hier etwas für dich und du wirst das tragen. Warte mal, ich muss erstmal Dings leer machen. Es ist mir egal, was du leer machen musst. Ich will, dass du das Ding trägst. Weil es ist einfach perfekt. Ich bin da. Ich geb's dir gleich. Bitte sehr. Nee, hatte ich schon welche, die haben schlechte Werte. Die Werte sind egal. Style ist das Wichtige. Melonen sind eigentlich für Magier. Ich komm von dort, da gibt's nix. Ja, das kannst du nicht wissen, vielleicht ist da ja noch Loot. Lass den Müll alleine. Ja, der Müll bringt Geld. Wie viel habe ich eigentlich? 21.000 dafür, dass ich ziemlich oft gestorben bin. Ja, wir haben jetzt den Punkt des Spiels im Loot-Game erreicht, wo das Geld keinen Cent mehr wert ist, wobei er aus mehreren Cents besteht. So. Okay, Katharina meint, sie hat sich ein paar Schuhe gekauft, aber haben Geisterfüße. Manchmal. Also sie hat an sich nicht direkt Füße, aber im Nahkampfmodus hat sie diese Tentakel. Vielleicht hat sie sich ja so eine Socke am Tentakel dran gemacht. Nett. Ja, das ist da wieder fliegende Holländer aus SpongeBob. Warum teilen die so viel aus und warum sind die immer in so großen Mengen unterwegs? Weil Taktik. Ich scheiß auf deren Taktik. So, mir ist ein Elefant getroppt. Ein Elefant. HK-810 Elefant. Das ist ein Gewehr. Hier für dich. Wetten, das ist Schrott. Wie deine Melone. Hey, meine Melone hatte wenigstens Stil. Mal sehen, mir ist sie gelevelt. So, ich habe sie auch fast auf 56 Glück jetzt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich sehe so ein bisschen aus wie die Rebelleneinheit aus Star Wars. Mit dem Hut. Sind die auch Imker? So leicht. Förderstation, das ist schlecht. Ich erinnere mich hier dran. Wollen wir da rein? Ja, du musst wohl annehmen. Okay, du bist plötzlich zurückgegangen. Ich habe angenommen, dass hier noch irgendwas zu machen wäre.
Ist das ein... Ist das ein Wurm, an dem man am Bohrer festgemacht hat? Das ist richtig. Ah, na dann. Natürlich ist das nicht gesagt, Katharina. Bill Nye, the Science Guy. Bill Nye, the Science Guy. Sollen wir ohne es einfach zu machen töten oder... Definiere einfach machen. Du bekommst einen Erfolg, wenn du ihn ohne tötest. Auf geht's. Moment, meinst du Achievements oder? Ja. Auf geht's. Also was müssen wir machen? Die töten, ohne den Mechanismus zu benutzen. Es gibt hier irgendeinen Mechanismus? Ja. Meine Frage, wenn wir ihn töten müssen, warum zur Hölle greifen wir dann die Spinnen an? Also wir greifen an und du weichst den Ding auf den Boden aus. Ja. Weißt du, ich bin Angreifer, ich bin nicht Draufgeher. Ich weiß, du bist noch nie auf irgendwas drauf gewesen. Der war schlecht. Nee, war er nicht. Mach ich überhaupt Damage? Ein bisschen. Ich spiele hier in der Zwischenzeit mit ein paar Spinnen. Okay, das ist doof. Mein Flammenwerfer, ich kann meinen Flammenwerfer gegen den nicht benutzen. Oh, 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 oh. Was ist? Brauchst du Hilfe? Nee, die wollten mich gerade blockieren, als das Teil losging. Tja, das war ein bisschen scheiße, ne? Das ist spektakulär. But quite useless. Willst du ihn so machen oder soll ich einen Mechanismus benutzen? Nein, ich will keinen Mechanismus, du sollst mir auch mal helfen. Ich werde von 100.000 Spinnen verfolgt. Scheiß auf die Spinnen. Helfen ist da keine Option. Okay, wenn ich kritte, ist das relativ effektiv. Betonung auf Wenn. Ja, das ist das Problem. Ich kritte fast nie. Aber ich habe meine Robo-Spinne. Ich habe viele andere Spinnen. Das missfällt mir. Dann mach was dagegen. Ruf den Kammerjäger. Ich bin für günstige 20 Euro pro Minute zur Auswahl vorhanden, also... Du weißt, dass du von mir kein Geld bekommst. Ja, deswegen werde ich auch niemals das Spinnproblem beheben. So. Du machst halt keine guten Investitionen, weißt du? Das ist dein Problem. Weißt du, wie wir folgendes? Greif du den Peniswurm an, ich kümmere mich um die Spinnen. Dann hilf mir mal. Bin dabei. Ich fackel sie ja schon ab. Oh, das ist schlecht. So ein bisschen. Ich glaube, ich sollte mal ein paar Mana trinken. Zumindest macht er nicht direkt Schaden. Das macht die Sache schon mal ganz angenehm. Ach, weh ist die Taste für Mana trinken. Ja, Q und W. Kein Wunder, dass es so lange dauert. Wenn die dir dann immer noch so im Weg stehen, dass du dann nicht mehr zum Wurm kommst. Schon ein bisschen scheiße. Aber immer noch machbar. Oh. Was ist? Mitch. Spinnen, viele Spinnen. Die Sache ist, ich habe nur noch 7 Tränke. Hiernach muss ich echt mal einkaufen. Ja, das musst du wirklich. Alter, machen die mir gerade Schaden. Das sind auch echt viele Spinnen, Alter. Könnt mal auf uns spawnen.
Aber ich meine, wir haben ihn ja jetzt schon zur Hälfte tot. Ja. Die andere Hälfte schaffen wir auch mit Zähneknirschen. Wie gesagt, halt mir die halbwegs vom Leib und dann sollte das funktionieren. Das Problem ist, ich habe nie genug Mana zur Auswahl. Why not? Weil ich ein Dexterity-Build bin. Du bist ein Halbmagier. Bin ich nicht. Doch, du bist ein Arcana-Mechaniker, also bist du ein Halbmagier. Hör mal zu, das heißt nur, dass ich irgendwelche magisch verstrahlten Steine nehme und in meine Geräte reintue. Das heißt nicht, dass ich weiß, wie diese Steine funktionieren oder weiß, wie ich die Steine anderseitig nutzen sollte. Das heißt genau das. Nein. Ich weiß, wie ich sie in meine Geräte reinstecke und wie ich die arkanen Kräfte darin extrahieren kann. Das heißt nicht, dass ich meine Hände webe und wie Gandalf die Orks anleuchten kann. Doch, du bist gut im Leuchten. So gut, das Anleuchten kann ich noch nicht. Das ist so Meistermagier und ich bin erst so Schüler, was Magie angeht. Ich weiß, dass ich die Kristalle nicht direkt in den Mund nehmen sollte. Sorgt für Verstrahlung. Genau den Moment, wo du ihn dann angreifst. Aus dem Weg gesindelt. Gib dem mal. Ich bin dabei. Das Problem ist, ich verliere die ganze Zeit Mana, Alter. Und ich auch, weil ich angreife. Die spawnen auch zu schnell. Ich meine, ich tue wirklich mein Bestes. Egal, ich hab ihn bei 1000 schon unten. Gut, er ist ja bald tot. So, er fängt wieder an. Also Scheiße, ich hab ja nur noch 70 Mana-Punkte. Was mache ich jetzt bloß? Willst du ein paar von meinen 103 haben? Nee. Oh Junge, nur noch 60. 104. Nur noch 60 HP-Tränke. Ich habe noch 5 HP-Tränke. Das könnte eng werden. Ach was, das schaffst du. HP ist überbewertet. Den Kampf hier ja. Endgame ist eine andere Sache. Oh shit. Zwischendrin sollte ich doch mal aufstocken. So. Noch 300. Und das alles machen wir jetzt nur für ein Achievement. Ja. Anders ist der voll einfach. Lass mich raten, du drückst deinen Knopf und er ist tot. So in etwa. So, ist er endlich tot. Worm Slayer. Uiuiui, das ist aber mal ein Titel. Da bin ich richtig stolz drauf. My father would only lecture me on my sloppy fighting stance. I know. But it felt like the right thing to say. Weißt du, ich mag Katharina. Die hat so einen tollen Charakter. So, mal schauen, was haben wir denn bekommen? Irgendein Zeugs. Pistole nicht identifiziert. Besser als meine. Sicher. So. Aber an der Stelle mache ich dann halt mal einen Cut, jetzt wo der Kampf vorbei ist. Und wir das nächste Mal dann weitermachen können. Und da würde ich mal meinen, sehen wir uns dann, wenn es dann wieder heißt Let's Play The Incredible Adventures of Van Helsing. Bis zum nächsten Mal.